Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Firefall. Ruhe da, ich rede doch. Frechheit. Ja, Schnauze. So. Genau, wie ihr seht, bin ich jetzt mit dem Stürmer unterwegs. Habe ich mal angefangen. Und der hat was ganz Nettes, was finde ich. Und zwar, hier, passt auf. Jetzt müsst ihr genau zugucken. So, ich starte, zack, und bumm, nochmal. Der hat nämlich so eine Fähigkeit vorzustürmen und die kann man auch beim Starten von dem Flieger benutzen. Und wie ihr seht, ne, bin ich ziemlich hoch. Das ist schon mal sehr praktisch, dann kann man schön Distanzen überwinden. Jetzt will ich schnell hier rein, noch irgendwas killen, damit ich hier auch Punkte bekomme. Sehr gut. Make your way into the cave and take out those cocoons. You'll surely rile the bugs up when you start shooting, so be careful. Hey, was soll das? Will ich draufdrücken? Check. Weg hier. Und bumm, abgeschlossen. So geht das. Ja, also der Stürmer hat den Vorteil, ne? Der kann halt hier dieses Ding machen, finde ich einen super guten Vorteil. Damit kommt er extrem gut voran. Hm? Wenn er mal die Klappe halten würde, könnte ich auch was erzählen. So, was haben wir noch rausgefunden? Genau, so, so pass auf. Zack. Und nochmal. Katschung. Und jetzt gerade. Ja, also damit kann ich viel weiter durch die Gegend flattern wie sonst. Kann ich jetzt die Map auch machen, ohne abzuschmieren. Da gehe ich mal dahin. Hier, Rohstoff. Stufe 2. So, was haben wir denn noch gemacht? Ach ja. Rausgefunden haben wir auch noch hier bei dem Melting Tornado. Und zwar da drin rumrennen und Kristalle sammeln. Also, klar. Katschung. Wenn er da rumrennt, kommt unten die Kristalle raus. Die Kristalle kaputt schießen. Darum geht es. So, die lassen dann Loot fallen. Dann, geht ihr zu dem Loot hin. Ne, und raftet auf. Klar, logisch. Ach, hier, wieder Cheater am Werk oder was? Frechheit. Sehe ja nichts. So, und zwar geht dann wirklich drum. Ich sehe ja nichts. Wo verarschen. Gehe ich da hin. Egal. So. Und zwar geht halt darum, die die Rohstoffe aufzunehmen. Noch 94%. Super. Schnell ein Kill. Ah, du Sack. Ich muss noch einen töten. Komm irgendwie. Und jetzt kriege ich noch was. Also wenn du willst, genau. Seht ihr? Wenn er so eine Mission angekommen ist und die ist fast vorbei, dann müsst ihr mindestens noch ein Vieh killen. Dann kriegt er noch wenigstens einen Anteil. Sag mal, ja, was habe ich gekriegt? Na, immerhin, besser wie ja nichts. So, wo war ich noch mal erzählen? Blablablab. Ach so, ja, Melting, ne, Tornado. Also da rein, Kristalle kaputt schießen. Darum geht's, Kristalle einsammeln. Aber, was die meisten nicht wissen und wir auch nicht wussten, ist, ihr bekommt die ganzen Klamotten nur dann, wenn ihr den Melting Tornado lebend verlasst. Oh, jetzt sind wir hier. Aber das hat er denn hier für einen... Das ist auch ein Einser, ist er. Pillepups. Und das geht nur in der Mitte von dem... Also wenn ihr eben im Tornado drin seid, ne, abgeknallt habt und reingegangen seid, dann kommt er ja in diese Ebene, wo die Kristalle spawnen. Und wo die haufenweise Viecher rauskommen. So. Und dann müsst ihr da oben drauf so eine Treppe hochlatschen. Da ist nochmal so ein Eingang, wie ihr am... So ein Ausgang quasi, wie ihr am Anfang in den Tornado reingekommen seid. Erst dann und nur dann bekommt ihr die Kristalle, die ihr gesammelt habt. Ne? Das waren also die meisten verkehrt. Mittlerweile habe ich gesehen, gehen auch viele nach oben. Ne? Aber wir haben als anfangs verkehrt gemacht. Das wollte ich euch nur mal sagen. So. Toll. Rohstoff, genau, das hat man mir erzählt, da bin ich mal gerade gespannt. Hier. Katschung. Das stimmt natürlich nicht. Dumm ist die Schwafel. Oh. Lol. Habt ihr das gesehen? Gebe auch gar keine Schalldetonatoren. Doch kein dummes Geschwafel. Kann ich alles zurücknehmen.
Ja, gestellt euch einfach davor und haut mit dem Hammer drauf. Das finde ich ja wohl mal ein Bug. Das ist ja wohl lustig. So. Was für ein Beschiss. Ist ja direkt Exploiting. Muss ich melden. Wer hat das erfunden? Du, Bobby. So. Dann habe ich mir gekauft, käuflich erworben. Zeige ich euch auch jetzt. Und zwar will ich dazu so ein bisschen erhöhte Position. Jeder Bumper ist ja für die Füße. Der oben, der ist weggeflogen. Toll. Naja, Schnurzpiepe. Ja, was denn da? Den verbraten wir mal ein. Die spuckende Echse. Spuck doch. Ja? Trau dich. Katschung. Daneben, super. So. Hep, hep, hep. Einsammeln. Bumm. Bumm. Ach so, na gut. Ja gut, dann zeige ich euch schon jetzt mal, das wird... So. Ach, Ruhe. Dann habe ich mir gekauft, und zwar von Real Money, dieses Ding hier. Ach Quatsch, ist ja nicht wahr. Schalldetonanten nicht. Lass mal gucken. Da ist es bei. Hä? Da. Wieder aufladbares Gleiterfeld. So, und zwar... kostet das circa umgerechnet 3 Euro. Dann könnt ihr jetzt hier ein Gleiterfeld platzieren. Alle Gruppenmitglieder können es nutzen. Ob außerhalb der Gruppe, weiß ich nicht. So. Zack. So. Das ist ja ganz nett. Aber... Ah, da. Juhu, juhu. Da muss ich aber jetzt mal gleich überprüfen, ob das stimmt. Und zwar unten rechts seht ihr jetzt eine Anzeige von 100 Sekunden. Das wäre mir ganz recht. Gestern waren es noch 3600 Sekunden, also sprich eine ganze beschissene Stunde. Und das wäre ja wohl ein bisschen übertrieben. Ja. Also, dafür brauche ich mir ja kein Gleiterfeld zu holen. Wenn ich da nur jede Stunde einmal das Ding benutzen kann. Also da hätte ich mich etwas geärgert. Ja. Kommt schon. Chaka, wohl doch nicht. No. So, dann zeige ich euch mal, was ich hier rumgeforscht habe. Zeig mal her. Veredelung, genau. Sieht man jetzt nicht. Doch, Veredelung Nummer 4. So. Und zwar habe ich es aufgewertet bis zur 4. Stufe, wie ihr seht. Und, von Stufe 1 auf Stufe 2 könnt ihr... Stufe 1 könnt ihr 1 veredeln, bei Stufe 2 2 und jetzt bei Stufe 3 könnt ihr schon 4 veredeln. Jetzt dachte ich, habe ich gehofft, von Stufe 3 auf Stufe 4 kann man dann 6 veredeln, aber das war wohl nicht, 8 veredeln, aber man kann nur 6 veredeln, also es kommen immer 2 dabei. Ja? Also 1, 2, nee, hier natürlich 1, dann 2 und dann nochmal 2. Ich wüsste nicht, ob man das, wenn man das nochmal erhöhen könnte, kann man überhaupt nochmal erhöhen. Halt mal gucken. Raus gehe ich in den Quatsch. Rohstoffgewinnung. Rohstoffverhinderung, Veredelung. Die ich jetzt total daneben, oder was? Nö, gibt's noch nicht mehr. Ein Gruppentamper habe ich gebaut. Der unterscheidet sich vom Basisgruppentamper da drin. Dass er nicht... Hier, kann ich euch auch zeigen. So, und zwar... Hier, ist ein Solo-Tamper. Der macht eine Ladekapazität von 250. Den Basisgruppentamper habe ich nicht, habe ich zerlegt. Und den Gruppentamper Nummer 1 habe ich, der hat eine Ladekapazität von 600. Der Basisgruppentamper hat nur eine von 350. Und hier kommen wirklich, wirklich fiesere Viecher durch. Und wenn ihr die Tamper aufstellt, was ihr aber selbst festgestellt habt, ich kann das aber mal verklickern auf jeden Fall. dieser Tamper darf auf gar keinen Fall kaputt gehen. Und wenn ihr nur 5% Mineralien habt, dann schickt das Scheißding weg. Besser ist das. Weil wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Wenn ihr es weggeschickt habt, könnt ihr es wieder benutzen. Aber wenn das Ding tatsächlich kaputt gegangen ist, dann ist er weg. Und mir ist natürlich, weil wir so gierig waren, der Gruppentamper kaputt gegangen. Und das ist ein derber Verlust. Schon zweimal das Scheißding. Ja, der Woppy hat nicht auf den Knopf gedrückt. So. Und der lacht sich hier gerade nämlich in mir kaputt.
Ja, einer muss ja schuld sein, ne? Und der drückt nie auf den Knopf. Eine Frechheit. Ja, ne? Und das ist echt teuer, so ein blöder Gruppentamper. Wenn wir hier bauen, Tumper, Gruppentamper, ne? Der kostet also erstmal 1000 Kohle, dann kostet er die Fasern hier, die muss man herstellen. Da kostet auch jede Faser 250, bla bla bla. Nicht vergessen, 30 Minuten Bauzeit, also eine Stunde Bauzeit. Ne? Dann müsste man dieses Rotzding, glaube ich, herstellen. Bauzeit 15 Minuten. Das ging ja nochmal 250. Aber die gesamte Herstellung dauert 30 Minuten. Ja, 30 Minuten nochmal und ist halt relativ teuer. Für das Ding einmal aufzustellen und dass es dann kaputt ist, den bekommt nichts dafür. Ne? Man ärgert sich schon. Also insgesamt hier eine Viertelstunde, nochmal eine Viertelstunde, nochmal eine Viertelstunde und 30 Minuten. Insgesamt Baustart eine Stunde, 15 Minuten. Und wenn er das in 2 Minuten verheizt, dann seid ihr schon etwas säuerlich. Danke, Chef. Gib her die Kohle. So. Zack. So. Dann kann ich nur sagen... Klack, klack, klack. Super. Naja, hervorragend. Battleframe-Station. Wie ihr gesehen habt, gibt es verschiedene Battleframes. Ne? Aber es gibt natürlich auch weiterführende Battleframes. Sprich, also nicht nur ein Ingenieur oder Stürmer, sondern mehrere. Das kann man auch einsehen, und zwar in-game. Und zwar klickt ihr auf mehr Infos. Und dann hier auf Battleframes. So. Und jetzt könnt ihr sehen, dass es drei verschiedene Stürmer gibt quasi. Ne? Und was die für Fähigkeiten haben, kann man hier bei Details einsehen. Finde ich relativ interessant. Ich habe das nie gefunden, wo man einsehen konnte. Ah, okay, war ja auch ein bisschen buggy. Alles überlaufen, hat ja nichts funktioniert, dass man aufrufen konnte. Aber jetzt kann man wunderbar aufrufen, kann man einsehen. Kann sich auch noch Details angucken. Ne? Biotech. Biotech gibt es sogar auch einen, der richtig fett angreift. Klickt mal auf Details. Kriegt mir gezeigt, was er macht. Diese Mini-Videos sind einfach für die Füße. Kann ich euch schon mal zeigen. Toll. Na. Toll, kannst du auch wieder anhalten. Nein, Ruhe. Ja, toll. Das ist, also, das ist die Vorstellung. Oder hier Vorstellung der Fähigkeit. Vorstellung der Fähigkeit. Achtung. Puff. Dude. Ende. Das ist ja eine hervorragende Vorstellung der Fähigkeit, dass man einen mit der Fähigkeit erledigen kann, weil so ein Ballergame hätte ich mir auch selber denken können. Aber, ne, wie oder was der macht, so irgendwie Erklärung bla dazu, haben wir nicht. Wenn ihr wollt, mache ich welche dazu, aber sucht euch natürlich jetzt nicht gerade jetzt die dicken Battleframes raus, ne. Erstmal die Basis-Battleframes, die könnte ich euch alle erklären und zeigen, wenn ihr wollt. Ich werde natürlich, bin dran, mir auch einen erweiterten Battleframe zu kaufen. Und zwar geht das am schnellsten, wenn ihr einen einfachen Battleframe benutzt, hier zum Beispiel den Stürmer, und den bringt ihr auf Stufe 5. Und zwar jeden Bereich. CPU, Masse und Leistung. Weil Stufe 5, wie ihr seht, gibt es plus eine Pilotenmünze. Seht ihr? Oben steht plus ein Kern, plus 30 Energie, plus eine Pilotenmünze. Und von den Pilotenmünzen könnt ihr euch die Dinger kaufen, die weiterführenden. So, und es macht leider keinen Sinn, also wenn man schnell zum nächsten Anzug gehen will, macht es keinen Sinn, von Level 5 weiterzugehen auf Level 7, wo es auch eine Pilotenmünze geben würde. Aber jetzt müsst ihr mal gucken. Ne? Hier für die Stufe 5 habe ich 35.000 X benutzt, gebraucht. Und zwar für alle zusammen, rein rechnerisch. Hier, 4 und 8 sind 12 und 16 sind 28, Blöb sind 52, sind 87.000 X. 87.000 X brauche ich für komplette Masse auf Stufe 5 zu bringen. Um die nächsten zwei Stufen zu schaffen, brauche ich 220.000 X. Also rein rechnerisch total ungeeignet. Dafür kann ich ja zwei weitere Reihen wieder voll machen. Dann nimmt er einfach die nächsten Battleframe und bringt den auf Stufe 5, wenn ihr schneller neue Anzüge haben wollt. Ne? So. Wartung, genau, Wartung haben wir auch rausgefunden. Reparatur, so läuft, wunderbar. Hätte ich ab. Jetzt zeige ich euch mal. Man kann ja schöne Sachen finden, wie hier so eine tolle Elite-Panzerung. Ne?
Haha, Quali 939, total genial. Aber dabei gar nicht genial ist, diese Teile kann man nicht reparieren. Auf jeden Fall wüsste ich nicht wie. Und wenn ihr rausgefunden habt, teilt mir das bitte mit. Ich würde nämlich gerne die Panzerung behalten. Aber ich glaube, das ist extra so gemacht, damit ihr euch auch Klamotten herstellen könnt, müsst. So. Ja, ach so, da wird bestimmt die Frage sein, wo kann man denn, ja, wo hast du denn den Gleiter herbekommen, hin und her? Und genau hier hinter dem PvP-Schalter ist der gute Mann. Und da kann man was für bare Münze kaufen. Ja? Bare Münze, wenn ihr im Spiel bare Münze kaufen wollt, also für bare Münze hier diese Red 5 Coins kaufen wollt, dann geht das im Spiel nur per Kreditkarte. Auf der Webseite könnt ihr aber mit PayPal bezahlen. So, und jetzt, kurz vor Schluss, will ich nochmal gerade gucken. Ja, das würde ich gerne, geht aber nicht. Buggiger Mist, das nervt mich. Naja, muss ich mal kurz auslungen, kurzer Schnitt. So, wieder eingeloggt. Sei ruhig, Uschi, ich bin am Reden. Hast zu schweigen, so. So, da ist das Ding wieder. Warte, zwischen mal zu testen. Den habe ich gefunden. Den könnte ich platzieren. Stellen wir mal ein. Los, los. Hüpf. Gehen wir mal nach hier oben. Irgendwo, wo es hoch ist. Geht das auf der Hütte? Genau, stelle ich ihn jetzt mal hier hin. Versuchen wir mal. Blub. Da kann man nicht. Hier kann man. Zack. Hingestellt. Tatsächlich haben sie runtergesetzt auf 120 Sekunden. Okay, jetzt kann ich das Ding auch empfehlen. Ja, für 3 Euro könnt ihr immer so ein Gleiterfeld hinstellen. Ist natürlich total genial, kommt der wesentlich schneller vorwärts. Also falls ihr das Spiel länger spielen wollt, kann man ruhig die 3 Euro investieren. 3 Euro kann man natürlich nicht investieren. Man muss, glaube ich, mindestens 5 US-Dollar, ich glaube mindestens 10 US-Dollar investieren. Das sind knapp 7 Euro. Da habt ihr noch ein paar Punkte über, damit könnt ihr, was weiß ich, irgendeinen Krimskrams machen. Ja, aber das hier gefällt mir schon sehr gut. Ja, soweit so gut. Das war hier alles nur natürlich ein Infoding. Weitere Action werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Da werde ich mit Moppy wieder schlachten durch die Gegend ziehen. Und schauen mal, was wir sonst noch alles finden. In diesem Sinne, habe die Erde. Tschüss.